Dieses kleine Tutorial soll Ihnen die Auswahl des Umsatztages beim Eintritt in die Kasse etwas näher bringen, und zwar gleich mit einer praktischen Situation. So, wir sagen mal, wir verkaufen was. Wir tun so, als ob heute ganz normaler Tag ist. Wir verkaufen was, weiter, fertig. Und wir verkaufen noch was, 3 Hosen, weiter, fertig. Okay, jetzt ist Tagesende. Sie machen zu, machen den Tagesabschluss und sagen, hier, Tagesabschluss will ich machen. Sie geben nun Ihre Ausgaben, Löhne, eventuelle Entnahmen ein und sagen, Journal drucken. Das ist nämlich ein anderes Video, also das Tagesjournal, das erklären wir jetzt gar nicht großartig. Was ist, wenn jetzt ein Kunde kommt? Das heißt, Sie haben den Tagesabschluss gemacht und ein Kunde kommt und sagt, hey Chef, ich will noch was bei dir kaufen. So, dann können Sie ja schlecht sagen, komm morgen wieder. Und wenn der Kunde nur einen drum nimmt, dann kann ich mal das Etikett hinlegen, ne, an die Kasse, um es dann morgen einzubuchen. Oder der Computer läuft noch, dann können Sie sagen, naja, dann hast halt jetzt... oder wir haben halt jetzt den Tagesabschluss gemacht. Schauen wir uns an. Wir haben jetzt hier für den 6.3. schon einen Tagesabschluss gemacht. Das heißt, der nächste Tag, an dem wir arbeiten würden, wäre der 7.3. Aha. Dann könnten Sie also in die Kasse hineingehen und wenn Sie einen Tagesabschluss getätigt haben, am selben Tag und betreten die Kasse erneut, dann will Wabi Profi 3 wissen, aha, was ist denn jetzt der nächste Umsatztag? Wir wissen, den 6.3., da haben wir den Tag abgeschlossen. Einen abgeschlossenen Tag können wir nicht mehr verändern, das geht leider nicht. Wenn wir nun auf Übernehmen klicken, sagt er, das geht nicht, weil ja das Tagesabschluss schon durchgeführt wurde. Okay, wenn wir ein Datum, ein früheres Datum nehmen, Entschuldigung, das war jetzt bayerisch, dann sagt Wabi Profi 3, das geht nicht, weil der 5. ist ja kleiner als das letzte Abschlussdatum, macht ja überhaupt keinen Sinn. Somit ist gewährleistet, damit Tagesjournale immer fortlaufend sind, nicht nachträglich manipulativ sind. Okay, also das heißt, Sie wählen jetzt tatsächlich den 7., obwohl wir heute den 6. hätten als Beispiel. Wir sagen übernehmen. Nun fragt Wabi Profi 3, hey, willst du wirklich den 7. übernehmen? Dann sagen wir ja. Wie gesagt, diese Frage kommt nur dann, wenn heute zum Beispiel der 6. ist, Sie denn am 6. einen Tagesabschluss durchgeführt haben und am 6. erneut die Kasse betreten. Wenn Sie am nächsten Tag, sprich am 7. die Kasse betreten würden, ohne dass Sie am 6. nach dem Tagesabschluss die Kasse betreten hätten, jetzt wird es kompliziert, dann werden Sie natürlich nicht gefragt, weil Wabi kennt, aha, heute ist der 7., gestern war der 6., alles easy, alles okay. Wenn Sie hingegen das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn heute der 6. ist, Sie machen Tagesabschluss und gehen am 6., also nach dem Tagesabschluss nochmal in die Kasse da hinein, dann will er einfach wissen, auf welchen Tag der Umsatz gebucht werden soll. Und in unserem Beispiel, Sie sehen es hier oben, Umsatztag 7.3. Das heißt, wenn wir jetzt etwas buchen, wir sagen bezahlen und schauen uns das in den Bonkopien an, dann haben wir hier am 7.3. jetzt einen, oder für den Umsatztag 7.3. nun die Umsätze sauber drin verbucht. Und wenn heute der 6. wäre und morgen der 7. und Sie jetzt diesen Umsatz von heute auf morgen gebucht haben, wie wir es jetzt eben gerade gemacht haben, und Sie betreten morgen am 7.3. die Kasse, dann haben Sie automatisch diese 99 Cent in der Kasse, weil Sie haben ja am 6. gesagt, Sie tätigen jetzt schon Umsätze für morgen. Somit ist die Auswahl dieses Datumsfeldes beim Betreten der Kasse, denke ich mal, ausreichend erklärt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.